Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir das Herrenhaus von Twilight Town besucht und haben Heiner, Pence, Olette und Mickey, König Mickey, gefunden. Und ja, wir haben uns hier. Ich kann ihn nicht untersuchen, doch. Da nicht. Wir haben den Computer von der Villa hier untersucht und haben, ja, ich habe gerade voll die Gedächtnislücken. Ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Ja, wir haben, glaube ich, den Computer aktiviert. Jetzt haben wir irgendwie das Ding aktiviert. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich habe voll, ist nur eine Woche oder so her. Ist, glaube ich, ein bisschen länger, ja. Aber ich habe ein bisschen viel aufgenommen. Und, oh, hi. Weil ich wollte ein bisschen auf Fort aufnehmen und so. Das ist, glaube ich, so, weil ich mehr als 14 Tage, nee, nicht 14 Tage, mehr als 7 Tage her. Ja, so, wir ein Level ab. Oh. Ich hab den los. Oh, du willst ein Duell? Okay. Oh Gott. Ah. Du besser. Was? Wie bin ich denn da rangekommen? Ich wollte gar nicht da rankommen. Was soll das? Was zum Teufel? Wie bin ich da rangekommen? Okay, was? Ich hatte hier noch Gegner auftauchen. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit, bis Kingdom Hearts 3 rauskommt. Ich glaube, da ist noch Dingens hier. Dieses Kingdom Hearts 2.8 Dingen hier. Das kommt ja, glaube ich, im März raus oder so. Ja, das war wieder was anderes, glaube ich. Und ich meine, es glaube ich hier Dingens PS4 Version von weil ich Kingdom Hearts, da ist, glaube ich, oh geil, glaube ich, Kingdom Hearts 1.5 Remix und 2.5 Remix drin. Das kommt für die PS4 raus, glaube ich. Das ist für März angekündigt, so 22. März oder so. Also nehme ich mal an, Kingdom Hearts 3 wird irgendwann später auftauchen. Das wäre ein bisschen komisch. So, hier haben wir geschlafen, ja. Und ich wusste auch, hier ist irgendwas. Okay, dann müssen wir am Computer doch ran. Stimmt, wir wollten ja in eine alternative Welt von Twilight Town hin. Weil die haben so eine Theorie, dass alles, was verschwindet, in der Alternativwelt hier landet. Ja, macht doch total Sinn, ne? Komm, mein Gegner? Nö, okay. Bis die. Ja. Ja, war ich da gerade. Kellergang. Computerraum. Oh ja, mal ein bisschen. Okay, Zeit haben wir jetzt nicht verschwendet. Wir haben die Ultima-Formel bekommen, hallo. Das ist keine verschwendete Zeit. Nur bis ich irgendwie die Formel. Bis ich das alles hier zusammen habe, was ich brauche. Das kann ein bisschen dauern. So, wie kann ich jetzt da rein? Ach ja, wir müssen das Eis sagen. Genau. Erdpfeffer-Eis, Meersalzeis. It worked. Aha. Jetzt kommen wir da hin. Let's go. We'll be here to hold down the fort. Say hi to Kyrie. You bet. Geil. So, kann ich jetzt auch zurück? Weil hier gibt noch was, hier gibt es noch was, was ich machen kann in Twilight Town. Ich würde das gerne machen. Deshalb kann es nicht schaden, ein bisschen zu leveln. Weil ich weiß, dass nächstes Storyboss, der kommt, mir Probleme gemacht hat beim ersten Mal, als ich ihn bekämpft habe. Was nur ein Final Mix Boss war auch. Gegen den habe ich früher nie gekämpft. Weißt du, warte, ich gehe einfach. Also, ich gucke, was ich für die Ultima Formel brauche. Wir können doch jetzt wohl raus, oder? Ein bisschen Freiraum müssen wir doch haben hier jetzt. Ah, ganz schnell. Jetzt können wir auf jeden Fall zurück.
Aber wir können jetzt ja zum Turnierplatz gehen. Mein Name ist Maiden. Euch muss, glaube ich, töten. Ihr hinterlässt Sachen, die ich brauche. Weiß nicht mehr genau was, aber die stärkeren Niemander, die hinterlassen Sachen, die ich brauche. Irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Ich weiß immer irgendwas, aber ich weiß nicht genau was. Ich würde das noch gerne machen, bevor wir in der Story weitergehen. Ich möchte nicht zu stark sein. Ich glaube, ich kann jetzt auch zum Dings gehen, zum Turnierplatz. Aua. Warte, der hat mich gefangen. Ah. Ich lasse noch Tropfen. Was soll ich denn damit? Jetzt aber. Wieso kann ich nicht dahin? Ey. Oh, ist ein ganz Weg wieder zurück. Wieso kann ich nicht dahin? Muss ich echt da erst weitermachen? Boah, mache ich das doch erst voll spät. Twistert. 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 Was zum... Ah! Was? Was? Bitte? Da. Hört sich mal gar nicht ein. Was war das? Sagen wir effektiv wieder 2-3 Minuten verschwindet. Finde ich geil. Naja, ich meinen Frust auslassen. Kann ich auch direkt ein Ding jetzt abholen. Level ab. Wo hier ist auch irgendetwas, was noch nicht da ist. So, wat? Hier ist noch etwas noch nicht vorhanden an diesem exakten Ort, was eigentlich hier sein sollte. Dann nehme ich mal an, ich muss erst ein bisschen die Story vorantreiben, ja, um das auszulösen. Gut, holen wir uns Level ab, 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 Level ab, ab. Und dann gehen wir. Von hier waren auch keine Gegner gerade. Das als Mickey hier weg war. Wir hatten voll Angst vor dem, oder was? Und Level ab. Trotzkopf, jawohl. Da hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt haben wir aber nicht sehr viel mehr Stärke, Bams, Dickschädel, Trotzkopf. Ja, jetzt kann ich nicht mehr so schnell kaputt gehen. Ja, wir haben die Most Broken Fähigkeit überhaupt jetzt. Okay, weiter. Oh nein. Tut mir leid, Goofy. Ich höre nur seine schmerzerfüllten Schrei. Oh, wow. Und sagen wir mal, ob ich im nächsten Story-Speicherpunkt die Dingens hier, die Weltkarte wieder betreten kann. So, ihr habt da, glaube ich, auch AP, ja. Habt ihr AP? Ihr habt AP, ne? AP. Hm. Ah, ja, weiß ich. Wohl Dings ist eigentlich besser, aber kann ich nicht. Du hast nichts. Ich glaube, ihr kriegt immer nur einen Punkt, ne? Das finde ich ein bisschen doof. Gut, haben wir, weiß ich nicht. Strahlbuch berühren. So, wir haben jetzt mehr oder weniger nichts erreicht, außer ein Level ab. Ist das nicht geil? Are we back in the same place? Oh, das ist wohl Hardcore-Gamer ausgerastet. This is the other Twilight Town. Roxas's Twilight Town. Ich will Unreal Tournament spielen. There's gotta be an entrance into the Dark Realm somewhere. Let's split up.
Okay. Natürlich. Aufteilen hat ja auch so gut mal funktioniert bisher. Ansehen Bericht 10. Ob wir lesen oder nicht, das sagt uns, wenn das Licht ertönt, was? Weil man das Licht ertönt, ja. Lichter, die hört man. Ich weiß ja jetzt, was noch kommt. Und gucken wir mal hier bei den Puzzleteilen. Nein. Warum habe ich jetzt überall wieder Beziehung? Okay, ich wollte schon sagen, ich habe letztens alles weggemacht. Ja, das ist ein vollkommenes Rätsel. Ja, Cosplay gerne als eine Mumie. So, hier haben wir. Wo sind die Dingens? Ja. Hier ist der Puzzle-Modus. Ach so, ja. Stimmt, ich sollte mal zu einigen Welten zurückgehen, nachdem ich alle Mobilität-Abilities bekomme, mit denen ich dann alles erreichen kann. There. This is it. Ich dachte, wir haben uns aufgeteilt. Wir gehen noch in dieselbe Richtung. What? Ja, kannst du direkt reingehen, danke. Da kann ich nämlich an nicht rein, ne? Irgendwas lässt uns nicht gehen, ja. Die Tür. Deswegen musst du sie aufmachen. Aha. What is this place? Wo ist Mickey schon wieder? Wir sind in der gleichen Richtung gelaufen. Ist ernsthaft, wo ist Mickey? Aha. Wir sind doch in der gleichen Richtung gelaufen. Was soll das eigentlich? Ich brauche mal ein bisschen Freiraum hier. Also. Oh ja. Ha. Lass mich raten, es heißt wieder, hey, wir sind viel zu viele. Da komme ich gerade richtig in Fahrt. It's no use. Don't stop moving, or the darkness will overtake you. Get going. Why? Don't ask, just do it. You okay? I kidnapped Kairi, but she got away from me. After that, Saiyax caught her. He's a member of Organization 13. Saiyax. Got it memorized? Now go save her! Leave us alone! Wow. Ja, wo sind Dual und Goofy, ehrlich? Genau das meine ich immer. Die verschwinden einfach mitten im Nichts. Die waren gerade noch da und jetzt egal. Das ist das Einzige, was mich an diesem Spiel hier stört. Ich will da Freiraum lassen. Boah. Komm, Max, wir machen die fertig. Richtig geil. Hey. Schau mal, keine Situationskommando mit dem machen kann. Arsch mal wieder. Und noch die geile Musik im Hintergrund. Richtig geile Idee. Wir lassen ja gar keine Items, kann das sein? Ah, stirbt niemand. Voll Overkill-Move gegen die. Was ist los? Jawohl. Mach die fertig. Ich habe ein paar Niemand, die angesprungen haben. Aber kein Problem, Mann.
Die letzten beiden. Ah, spring doch auf. Ah, ratze, fatze. Sehr geil. Ja, richtig geiler Kampf. Ich weiß noch nicht, wo du und Goofy schon wieder waren. Oh, geil, gegen die will ich kämpfen. Feeling a little regret? Nah, I can handle these punks. Watch this. Oh. You're fading away. Well, that's what happens when you put your whole being into an attack. You know what I mean? Not that nobody's actually have beings, right? Anyway, I digress. Go. Find Kairi. Oh, almost forgot. Sorry for what I did to her. When we find her, you can tell her that yourself. Think I'll pass. My heart just wouldn't be in it, you know? Haven't got one. Axel, what were you trying to do? I wanted to see Roxas. He was the only one I liked. He made me feel like I had a heart. It's kind of funny. You make me feel the same. Kairi's in the castle dungeon. Now go! Axel. Und das war's mit ihm. Geil. Feuer ist natürlich ein richtig krasser Zauber, also sollte man besser ausrüsten. Ja, wo wart ihr gerade? Wo ist Mickey schon wieder? Also, es gibt doch nur einen. Es gibt doch nur einen Weg, den man gehen kann. Was soll das eigentlich? The house is looking pretty empty, huh? I thought I'd get a little enjoyment watching Axel throw one last tantrum. But he went a lot quieter than I thought. Perhaps he was ready for it. Perhaps he put his existence on the line and won what he'd been longing for. Wait a minute. How would that even be possible? We don't exist, remember? What you're saying goes against the laws of nature. Then perhaps he bet his non-existence. Either way, he came out a winner. Oh, Axel. A grifter till the end. That's absurd. He won nothing, and is nothing. He couldn't stand the emptiness of being without a heart. And that led to his demise. He was foolish and weak. But... weakness has the power to awaken that which is dormant. It is clear that through his actions, however foolish they may have been, Axel has touched Sora's heart. Perhaps he will soon awaken. Okay. Irgendwie geil, dass der Untertitel viel schneller ist als hat gesagt. Die Spoiler einfach. Hi Mickey, wo warst du? Ernsthaft, antwortet mir auch irgendjemand? Stadt.
World that never was. Die Welt, die niemals war. Axel said Kairi's in the dungeon. Then we better find a way to get to that castle. Alles klärchen. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ja, du und Goofy, ich weiß. Das war nein, nicht passieren, war ein Angriff. Okay, keine Ahnung. Also ich weiß, dass dieser, weiß ich nicht, wie nennt man das mit Schwertern, dieser Uppercut mit diesem Schwert, glaube ich. Ganze Weltkarte. Kann ich jetzt zu Dingen zurück? Aber ich würde sagen, wir machen noch das nächste Mal hier weiter. Hier ist es wohl euch dunkel, hier leben also wie niemand, oder? Kommt, dass du versuchen, einen Weg zum Schloss zu finden, in dem Kai gefangen gehalten wird. Ein König ist wieder rausgegangen. Kann er ja nie auf uns warten? Ich tatsächlich nervös wäre, aber es beruhigt mich, dass wir jederzeit nach Twilight Tor zurückgehen können. Okay, geil. Boah. Lass uns mal gucken. Nein, okay, ich weiß schon. Ich weiß, ja, ich weiß wie. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir machen uns dann auf zur Welt, die niemals war, beziehungsweise rein in die Welt, die niemals war. Und ich sage dann Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst bitte eine Art von Feedback in der Form eines Daumen nach oben, ein Abo oder was auch immer euch in den Sinn kommt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play. Habe ich jetzt in der nächsten oder letzten? Ich habe nächste, ne? Okay, ich habe nächste gesagt, glaube ich. In der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2. Fein, ich bedanke mich alle, dass ich fürs Zuschauen sagt. Tschüss, bis zur nächsten Folge.